Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA Online, denn bald wird wieder ein neues Patch-Update in GTA Online erscheinen. Wieder geht los, viel Spaß dabei! Ja, Freunde, was geht ab? Heute geht es mal wieder um ein neues Patch-Update in GTA Online, denn Rockstar Games arbeitet gerade wieder daran, Bugs und Glitches in GTA Online zu beseitigen. Wenn dir dieses schnelle News-Video heute auch gefällt, würde ich sagen, lass mir doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Jetzt würde ich aber auch vorschlagen, lass direkt mal in die News starten. Also, wir haben es jetzt ja schon zweimal erlebt. Es erscheinen morgens kleine, manchmal auch größere Update-Dateien für GTA Online und am Anfang hat man sich auch noch lowkey ein bisschen gefreut. Vielleicht ist es ja ein Content-Update, aber nein, es ist nur ein Patch-Update. Es werden also Spielfehler im Spiel behoben. Und TestFun schrieb dann gestern dazu noch Folgendes auf Twitter. Es wird gerade an einem neuen GTA 5 Patch gearbeitet und dieser wird dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen erscheinen. Dazu gab es dann auch noch einen Link zur Steam Database. Längere Zuschauer wissen schon, worum es da geht, denn auf der Steam Database oder der Steam Datenbank bekommt man einen etwas tieferen Einblick in das Geschehen von GTA Online. Denn jedes Mal, wenn Rockstar Games ein neues Update für GTA Online erstellt, muss dieses getestet werden, ob es auch wirklich funktioniert oder ob es Fehler oder sowas gibt. Und noch vor 10 Stunden hat halt Rockstar Games an diesem Patch gearbeitet. Man kann es hier auch noch mal kurz ansprechen, Thema Frühlings-DLC, bevor ihr jetzt große Augen macht, Freunde. Nein, es gibt immer noch keinerlei Hinweise darauf, dass wir im März oder auch im April ein neues Content-DLC bekommen. Rockstar Games bereitet gerade zwar viele Updates vor, das sind aber wie gesagt nur Patch-Updates. Also es gibt keinen neuen Inhalt in GTA Online. Was man sich jetzt aber schon fragen kann, ist, warum es circa im letzten Monat schon ungefähr 3 Patch-Updates gab, also das aktuelle eingerechnet. Denn es ist so, in all den Jahren davor haben wir sowas eigentlich nie erlebt. Rockstar Games hatte eigentlich immer nur Bugs und Glitches behoben, wenn ein neues GTA Online DLC erschienen ist. Klar, meine Glitches wurden schneller behoben, es lag aber daran, dass man diese mit einem Background-Update, also einem Hintergrund-Update beheben konnte, aber größere Bugs und Glitches, wie zum Beispiel der altbekannte gelbe Kreis-Bug, dafür braucht man halt ein eigenes Update, was sich jeder runterladen muss. Ja, und seit Mitte Februar hat jetzt Rockstar Games anscheinend ihre Vorgehensweise geändert und patcht massiv Probleme in GTA Online und das ist ein Schritt, den ich wirklich gutheißen kann. Das Spiel wird nämlich dieses Jahr immerhin 8 Jahre alt und trotzdem wird nach all den Jahren jetzt so viel behoben und auch verbessert. Ein Grund dafür gibt es aber sehr wahrscheinlich auch. Dieser wäre nämlich die GTA 5 Remastered Version, denn diese soll ja in der zweiten Hälfte von 2021 noch erscheinen, denn dann soll ja GTA 5 nochmal auf der PlayStation 5 und der neuen Xbox-Generation erscheinen. Ja, und so wie es scheint, möchte Rockstar Games jetzt vor dem Release dieser neuen Version nochmal GTA Online auf den alten Konsolen vollständig ans Laufen bekommen, damit man sich dann ab Release intensiv um die neue Version kümmern kann. Aber gut, Freunde, mehr Infos gibt es dazu jetzt noch nicht. Falls das Update erscheint, mache ich natürlich ein Video dazu und werde auch im Detail erklären, welche Fehler mit diesem neuen Patch-Update alle behoben worden sind. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, aktiviert gerne die Glocke oder abonniert den Kanal, falls ihr neu hier seid. Jetzt würde ich aber auch sagen, bis wir uns wiedersehen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.